Pfoten. Jo. Hi, ich bin's Marc von der Bikeschule Ride First und dem Online-Coaching Fahrtechnik.tv. Wir sind jetzt hier bei der Wheelie-Lesson, das heißt, ihr wollt den Wheelie lernen und ich fange an, dass ich euch mal erzähle, wie sieht es aus mit der Ausrüstung, was muss am Bike sein, wie ist die sonstige Ausrüstung für eure Sicherheit gegeben und ja, ganz wichtig ist, der Wheelie funktioniert grundsätzlich mit so gut wie jedem Bike, selbst mit einem normalen Fahrrad. Aber es gibt Dinge, die es natürlich einfacher machen und Dinge, die sehr wichtig sind, damit ihr auch sicher seid. Wie ihr seht, ich habe ein ganz normales Mountainbike Fully hier mit mehr Federweg. Das könnte jetzt ein Enduro sein. Hier ist es auch schon für einen Bikepark tauglich. Aber es funktioniert genauso mit dem Hardtail, auch mit anderen Laufradgrößen, 27,5, 29 und selbst mit normalen Fahrrädern, mit Straßenbereifung und so weiter und so fort. Auch Rennradfahrer können den Wheelie lernen. Wir fokussieren uns jetzt hierauf. Eure Ausstattung sollte so gewählt sein, dass die hintere Bremse gut funktioniert und leichtgängig ist. Scheibenbremse natürlich sowieso mit einem Finger gut zu betätigen, wenn ihr eine Bremse habt mit mechanischer Bedienung, das heißt eine Seilzugbremse, V-Brake, Felgenbremse oder eine Scheibenbremse mit mechanischem Zug, dann solltet ihr gucken, dass der gut geölt ist, dass er auch leichtgängig ist und ihr euch immer sicher fühlt. Das ist die Sicherheitsmaßnahme am Material, damit ihr auf keinen Fall unerwünscht nach hinten fallt. Häufig ist die Frage, soll ich für den Wheelie die Federung weicher oder härter stellen? Mein Tipp ist, lasst die Federung so, wie ihr sie im Trail habt, auch fürs Üben, weil ihr nachher den Wheelie auch zum Beispiel bergauf oder in Pfützen und so weiter anwenden könnt und das Rad sollte sich so anfühlen, wie es sich immer anfühlt. Wenn man jetzt anfängt, da rumzudrehen, das zu blockieren, das macht wenig Sinn und deswegen lasst euer normales Grundsetup, das gleiche gilt auch für den Reifendruck. Wie bei anderen Fahrtechnikmanövern, die man intensiv übt oder im schwierigen Gelände, ist es zu empfehlen, Flat Pedals beim Wheelie lernen zu nutzen. Das hat den Vorteil, ihr könnt immer den Fuß oder beide Füße absetzen. Wenn ihr totaler Klickpedalfahrer seid, dann könnt ihr den Wheelie mit Flat Pedals oder Bärentatzen üben, bis ihr ihn beherrscht und dann auch mit Klickpedalen anwenden, wenn ihr es drauf habt. Beim Wheelie üben hat man den Sattel meistens auf mittlerer Stellung. Eine Vario-Stütze hilft natürlich total. Oder zumindest ein Sattelschnellspanner, dass ihr da variieren könnt. Wenn ihr den Wheelie schon voll gut drauf habt, könnt ihr den Sattel auch ganz ausfahren. Das fühlt sich auch sehr gut an für lange Wheelies. Im Endeffekt müsst ihr selber entscheiden, wie sehr ändert ihr euer Fahrrad fürs Wheelie üben oder lasst ihr es so, wie ihr es bisher gewohnt seid. Wenn es auch für andere Dinge gut ist, zum Beispiel steile Trails, Downhill und so weiter und ihr merkt, ihr habt eh noch vielleicht einen etwas schmalen Lenker und langen Vorbau, dann könnt ihr gucken, kürzeren Vorbau, breiterer Lenker, das hilft auch fürs Wheelie-Fahren und was die Gangschaltung angeht, ich habe jetzt hier 14 Gänge, ihr könnt natürlich auch 11 Gänge, 10 Gänge, je nachdem. Manche fahren natürlich Single Speed, dann wird es ein bisschen schwieriger, eine Gangschaltung ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn es um euer Fahrrad geht, dann könnt ihr mal schauen, das werdet ihr in einem der späteren Kapitel sehen. Der Sattel ist sehr wichtig für den Wheelie, euer Kontaktpunkt und auch wichtig für längere Wheelies, die kontrolliert zu steuern. Und wenn die Hose sehr glatt ist und der Sattel sehr glatt ist, dann hat man ein sehr rutschiges Gefühl. Also es gibt auch Sättel, die haben eine kleine Einbuchtung hier, damit wird es dann sogar noch leichter. Oder eine Hose anziehen, die nicht ganz so rutschig ist, dass ihr merkt, ihr habt ja auch Grip am Sattel. Ihr wisst, natürlich solltet ihr den Wheelie, wenn ihr ihn erlernen wollt, häufig üben. Deswegen kann es sein, dass ihr manchmal in Zivilklamotten seid. Vergesst aber bitte nicht den Helm. Handschuhe sind auch ganz gut, je nachdem. Und wenn ihr euch sicherer fühlt, ein Rucksack mit Rückenprotektor ist auf jeden Fall fürs Feeling besser. Falls man Angst hat, auf den Rücken zu fallen, fühlt man sich sicherer. Achtet darauf, keine spitzen oder harten Gegenstände da drin zu haben. Das ist auf jeden Fall auch noch wichtig. Noch eine Anmerkung für die E-Mountainbike-Fans unter euch. Wenn ihr mit elektrifizierter Unterstützung unterwegs seid beim Wheelie üben, würde ich raten, lasst das E-Mountainbike auch so, wie ihr es habt. Sprich, lasst den Akku dran. Manche denken, mache ich den ab, geht's einfacher. Ihr solltet so üben, wie ihr es auch nachher anwenden wollt.
und macht euch nicht groß Gedanken um den Motor, um das Mehrgewicht, sondern übt konsequent. Ich würde trotzdem den Motor erstmal auf Off halten und wenn ihr nachher den Wheelie schon gut beherrscht, könnt ihr es auch mit elektrifizierter Unterstützung auf der unteren Stufe fahren.